Ja, hallo Leute, ich grüße euch heute am Freitag, dem 18. Nee, Quatsch, 19. November 2021 um Punkt 11 Uhr. Und zu einer weiteren Mitfahrt. Ja, was ist denn hier schon wieder los? Ja, ich glaube, es hackt. Da hat der Bursche meine Banane fast aufge... Ey, sag mal, geht es noch? Ey, Aki, also, das nimmt ja Ausmaße hier an. Mann, ich fass es nicht. Da hat er doch glatt hier. Also, ich glaube, ich muss mir mal was einfallen. Ich glaube, ich muss dich mal Kiel holen lassen oder in Ketten legen oder was. So, komm, wollen wir mal ein bisschen erstmal auf deinen Platz hier wieder. Sitzplatz vorher aus, pflege ich immer bei den Hunden zu sagen. So, dann wollen wir mal schnell den Rest hier essen, den er mir übrig gelassen hat. Eigentlich könnte ich meine Schale noch mal eben wegbringen. Genau. Ja, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, die Kamera nochmal abzubauen, aber vielleicht könnt ihr es ja im Spiegel erkennen. Also es geht darum, da hatte jemand, das war durchaus okay, kritisiert, dass ich da letzte Woche Freitag meine aber von mir bewusst entfilterte Kippe, also den Filter, den habe ich in mein Döschen gepackt, aus dem Fenster geworfen habe. Und ich weiß nicht, ob ihr es im Spiegel erkennen könnt. Also da liegt dermaßen Müll, absolut abartig. Da ist meine Kippe ein Witz. Da war ja nur noch Tabak und Papier. Also ich sag mal, brennt eigentlich komplett weg zur Asche. Aber es war okay. Und ich habe das auch nicht gelöscht, weil bei der Kritik der Ton gewahrt wurde. Und und dann lösche ich sowas auch nicht. Kann das ruhig stehen bleiben. Ich bin ja jetzt auch nicht so, ich habe noch mal kontrolliert, dass da alles läuft. Ich bin ja nicht unfehlbar. Auch ich mache schon mal Dinge, die nicht in Ordnung sind. Na, und habe ich auch letztens, glaube ich, im Video gesagt, aber da weiß ich nicht, weil durch dieses Zweiteilige und so, da ging ja einiges durcheinander. Ich bin auch schon mal ein Arschloch. Nein, ich versuche schon im Großen und Ganzen immer guter Kollege zu sein. Aber man ist ja Mensch. Nein? So, Licht an. Abstand alles eingestellt, auf geht's. Ankunft 12.25 Uhr. Ich hatte in der Firma 12.30 Uhr gesagt, wir haben noch eine Stunde 22. Kommt ja noch ein bisschen was drauf, weil ich natürlich wieder beabsichtige, über die Landstraße zu fahren. Egal was am Ende los ist, einfach der Abwechslung halber. Jetzt müssen wir erstmal auch Seitenstreifen befahren. Ja, dann können wir ja direkt. Aber das einige scheint da wieder nicht lesen zu können. Ah, Kollege. Boah, aber der Seitenstreifen, der hatte aber, wie ich ja schon oft erwähnt habe, echt eklige Spurrillen. Da fährst du wie auf Schienen. Ja, komm. Mit deinem Fahrmischer. So heißt es ja richtig, Fahrmischer. Ja, meine Laune ist gut, das Wetter ist scheiße, muss man einfach mal so mit diesen klaren Worten sagen.
8 Grad, das geht ja noch, aber irgendwie so Niesel, Pieselregen. Ja, müssen wir mal schauen. Aber es ist Wochenende, es ist Freitag, wir fahren ins Wochenende und das ist einfach eine geile Sache, da gibt es nichts. Ne? Ja. Ja, gestern hatte ich ja Zeit, habe ich mich mal den Kommentaren wieder gewidmet, also die Kommentare beantwortet und es war auch wieder mal ein Kommentar dabei, wo ich mich doch ein wenig geehrt gefühlt habe, halt, ja, ich sag mal so, immer dann, wenn Leute sagen, dass sie sich das schon eine ganze Weile ansehen, hier so meinen Kanal, meine Videos und ja, das irgendwie gut finden und auch sogar was mitnehmen können, was ja gar nicht, was nie im Plan war. Aber es ist natürlich erfreulich. Ja, jetzt müssen wir mal gucken hier, irgendwie weiß ich auch nicht, warum der hier nur 66 fährt oder was. Aber ist sowieso jetzt hier Schicht im Schacht mit dem Seitenstreifen. Deswegen will ja mal schön rausgehen. Ach, er mit seinen ganzen Porsche, ich glaube alles Porsche da drauf, wa? Ja, da kommt schon richtig was zusammen. Kostet bestimmt jedes Ding 100.000. Ja, je nachdem, vielleicht sogar 1 Million zusammen. Und hätte auch mal einen Blinker setzen können, ob er jetzt abfahren will oder nicht. Und, was macht er? Ja, er will abfahren, aber einen Blinker setzen will er auch nicht. Okay. Ja, dazu kommt, dass derjenige, der das mit der Kippe kritisiert hat, geschrieben hat, dass er eigentlich meine Videos ganz gut findet. Aber wie gesagt, ich hatte, das habe ich natürlich nicht erzählt, also ich rauche ja normalerweise Filterzigaretten, aber hin und wieder brauche ich auch immer gerne eine ohne Filter und dann mache ich den Filter ab und pack den hier in mein Döschen rein. Ich benutze ja nur diese Döschen, also 2 Stück. 12 Zigaretten nehme ich immer mit. Also mit anderen Worten, kontrollierte Sucht. Und oh, der ist aber auch arg lahm. Und ja, ach ja. Wir sind ja leicht, Mensch, da fällt es mir gerade wieder ein, wir sind ja leicht, wir haben ja nur 9 Tonnen drauf oder nicht mal 9 Tonnen, 9 Gestelle, da war nicht viel. Ja, das war, ah, vielleicht ist gleich kein Überholverbot, vielleicht. Und, was ist da? Ja. So, jetzt wollen wir mal schauen hier. Oh, der macht aber richtig Gas hier mit den Porsche drauf. Nicht, dass er sich auf den Bart legt, das wird teuer. Wie viel hat er denn drauf? Drei, 7 Stück. Oh, 700.000 mindestens. Das ist echt fett. Alles Elektroteile wohl. Jo, sieht echt danach aus. Oh, ist aber, ja gut, wer Porsche abholt, ist flott unterwegs. Nee, der vorderste hier oben rechts, der ist ein Benziner mit dicken Rohren.
Ah, immer wieder, wenn ich die Kabinen von denen sehe, dann könnte ich... Ja, also grauenhaft. Grauenhaft. Ich meine, als ich Autotransporter gefahren bin, hatte ich ja das Glück. Erst Renault Magnum, dann so ein Ollen, ich glaube F-150 oder was. Und dann Renault Premium, aber eben Kabine mit Stehhöhe und ordentlich Platz und Kühlschrank. Aber auch die ließen schon zu wünschen übrig. Der Premium hatte keinen Tempomat, es war total elend. Aber ist schon sehr, sehr lange her. Aber da sind Sachen hängen geblieben so. Also ich sag mal so, Autotransport könnte ich relativ fix wieder einsteigen. Also ich weiß noch, wie die Autos abgegurtet werden und so. Ich kenne auch so ein bisschen die Probleme, wenn man nämlich ganz tief liegende Karren hat, dann muss man oft irgendwas unterlegen, weil die Auffahrrampen zu steil sind. Sonst macht sie irgendwie was kaputt an den Autos. Aber ich hatte damals Glück, ich habe da nie so ultraflache Dinger transportieren müssen. Aber ich weiß es halt. Aber ich glaube, jetzt drosseln wir uns mal wieder. Ich meine, ich bin schon das erste Stück so ein bisschen flotter gefahren, weil wir halt leicht sind und der Verbrauch 25,2 ist natürlich super. Da brauchen wir uns heute keinen Kopf machen. Ja, dann habe ich gestern schon erfahren, Montagmorgen wieder Anlass, kein Gaggenau, irgendwie Sammelgut wegbringen, nur abholen aus Gaggenau, der Rest der Woche wohl normal. Ich sag mal so, es ist von allen Varianten das kleinste Übel und deswegen will ich mich nicht beklagen. Außerdem ist ab 17. Schluss in Gaggenau und am 3. fangen sie wieder an. Aber so wie ich heute nochmal von jemandem aus der Produktion dort gehört habe, ist das wirklich, steht das fest und ist amtlich. Und die arbeiten auch an dem Feiertag, da Heilige Drei Könige irgendwie. Aber für uns heißt das, in der Zeit vom 17. bis 23. werde ich ja fahren. Ich habe ja keinen Urlaub, nix. Ja, da könnte es recht abwechslungsreich werden. Oder mal in vielleicht Richtung Norden gehen. Mal Discounter und so Scherze. Mal schauen. Könnte sein, dass ich da eventuell wieder jeden Tag ein Video mache. Vielleicht auch im Wechsel, also Montag, Mittwoch, Freitag. Halt hier mit der GoPro und vielleicht Dienstag und Donnerstag da mit der DJI, um mal durch die Kameraeinstellungen eine Abwechslung reinzubringen. Und ich muss sagen, die DJI ist ja wirklich, was jetzt so Aufnahmen bei schlechtem Licht betrifft, top. Und der Ton ist auch top. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal hier so ein neues Funkmikrofon bräuchte. Dieses ist ja hier von Rode, ist ja irgendwie eine australische Firma oder so, wo es inzwischen auch schon eine neue Ausführung gibt, also wo man dann zwei Mikrofone hat. Das heißt, wenn, nehmen wir mal an, jetzt hätte ich einen Beifahrer, der könnte sich dann sein eigenes Mikro anstecken und wäre dann in dem Moment genauso super vom Ton her zu verstehen wie ich. Ja, aber sowas gibt es jetzt auch von DJI. Also Empfangsteil mit zwei Sendeteilen, zwei Mikrofonen und wichtig, für alle Kameras verwendbar, also nicht nur für DJI. Und das heißt, wenn das hier mal den Geist aufgibt oder erneuert werden müsste oder irgendwas, dann würde ich mir, glaube ich, das von DJI holen, weil mich das irgendwie noch mehr überzeugt hat. Ansonsten hat meine Frau gestern gesagt, weil ich weiß gar nicht, ja, da war irgendwie ein Video auf YouTube, da ist so einer, der stellt immer Kameras und all so Gedöns vor, so ist ein ganz interessanter Kanal. Klar ist irgendwo auch Werbung, aber er ist eben sehr informativ, der Bursche. Und auf jeden Fall hat meine Frau nur gemeint, naja, 23 könnte ich ihr wieder kommen mit einer neuen Kamera, ich sage alles klar. Vorher gibt es kein Budget dafür.
Aber ich habe sowieso kein Interesse. Ich komme ja mit den Sachen klar. Auch wenn da mal hin und wieder mal ein technisches Problem ist, letztendlich in der Mehrzahl funktioniert es ja eigentlich recht zuverlässig. Ja, dann gab es bezüglich des extrem langen Videos, also komplette Rückfahrt, Hinfahrt ist ja immer alles dunkel, also komplette Rückfahrt von Gaggenau bis auf den Hof. Das würde ja so, je nachdem wie die Verkehrslage ist, 3 Stunden 40, 3,50 dauern. Ich hatte schon davon gesprochen. Also das ist schon recht fest in der Planung. Wie gesagt, ich denke da ein bisschen so Richtung Weihnachten halt. Ja, da gab es von meinem ersten Offizier noch einen echt super Vorschlag. Gut, man denkt manchmal selber nicht an so naheliegende Sachen. Ich habe hier in der DJI eine Speicherkarte, die auch die notwendigen, weil ich würde keine jetzt extra kaufen wollen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich habe ja eine zweite Speicherkarte in der DJI und die erfüllt die Voraussetzungen, um auch in einer GoPro zu laufen. Also da kann man nicht jede Speicherkarte nehmen. Die müssen schon ein bisschen spezieller sein. Ja, und die könnte ich aber da rausnehmen und könnte dann auf der Hälfte der Strecke einen Stopp machen, vorher meiner Frau Bescheid sagen, dass ich später anrufe, dann das Telefongespräch mit ihr abregeln und dann mit einer frischen Speicherkarte die zweite Hälfte machen und das dann hinterher zusammenschneiden. Und schon habe ich Sicherheit, weil ich sagte ja, auf die Speicherkarte gehen 3 Stunden 50 und ich sag mal so, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Das ist ein bisschen knapp. Und deswegen ist das also eine Lösung. Und so werde ich das sehr wahrscheinlich auch machen. Ja, ich will doch noch mal gucken hier. Ja, aber ihr seid am Ball. Nicht, dass da wieder alles schwarz ist. Das würde mich doch ärgern. Ja. Ja, meine Frau, die ist immer noch nicht so hundertprozentig wieder hergestellt, sage ich mal. Es geht ihr besser jeden Tag. Aber sie hat sich die ganze Woche den Nachmittagsgang, der auch länger geht als der vormittags, also geschenkt. Ich bin dann immer alleine gelaufen. Ist auch nicht schlecht, weil ich alleine dann ja anders Gas gebe, sehr stramm gehe halt. Macht auch mal Bock. Und und das ist eben so, wenn man alleine geht, da kann man schön so den Gedanken freien Lauf lassen. Ich überlege mir dann schon mal, worüber kann man reden, was gibt's zu erzählen oder was ist irgendwie interessant halt. Wenn ich natürlich mit meiner Frau laufe, dann ist das weniger möglich, weil wir uns ja eben halt unterhalten, obwohl wir können auch ohne, dass man da komische Gefühle bekommt, auch mal eine Weile nebeneinander hergehen und schweigen. Das ist ja auch eine Sache. Man muss sich unterhalten können und miteinander reden können, aber es sollte auch klappen, zusammen zu schweigen, ohne dass man sich da irgendwie unwohl fühlt. Es gibt ja auch die Situation, es stellt sich Schweigen ein und man fühlt sich gar nicht wohl damit. Ja, da hatte meine Frau mich gestern schon am Telefon angesprochen auf eine Geschichte. Ich muss jetzt mal sehen, wie ich das rüberbringe, weil ich will ja nicht wieder, dass Leute irgendwie auf gut Deutsch auf mir rumhacken und sagen, du redest wieder über andere und so. Deswegen schon mal gar keinen Namen, nichts mit Kanal, nichts. Ich sag mal so, es gibt einen Kollegen, der macht schon viel länger Videos als ich. Ein sehr netter, sympathischer Kollege. Der auch mit, dessen Kanal auch mit dazu geführt hat, dass ich auch sowas Ähnliches mache halt. Eben hier Videos auf dem LKW.
Und am Anfang habe ich mir den auch sehr häufig angesehen. Jetzt mittlerweile schaue ich ihn nicht mehr so häufig, weil, ja, ich sag mal, er zeigt viel B- und Entladen halt und das finde ich jetzt nicht so interessant, so prickelnd. Also ich persönlich, ich meine, die Zuschauer, okay, das ist eine andere Geschichte, aber ich selber finde es jetzt nicht so prickelnd und schaue ihn nicht mehr so oft. Das Besondere bei ihm war, dass auch seine Frau einen Kanal hatte und wenn man dann eben beide Kanäle, also ich habe beide Kanäle abonniert, und dann konnte man immer mal wieder auch dort schauen, was so privat abgeht halt, so wie man das auch eben bei mir kann. Allerdings ist das eben alles auf einem Kanal. Und ja, die haben mehrere Kinder und ja, die Frau hat halt eben so gezeigt, wie das so ist, wenn man da alles so abregeln muss mit mehreren Kindern, nebenbei noch arbeiten geht und so weiter und so fort. Und jetzt ist das meiner Frau mir vor 8 Monaten, ja, nicht direkt vor 8 Monaten, aber seit 8 Monaten ist plötzlich, gibt es keine Videos mehr auf dem Kanal der Frau. Und ohne irgendwas, ganz plötzlich, einfach aufgehört. Und ja, das fällt einem natürlich schon auf. Bei ihm kamen nach wie vor die Videos vielleicht etwas weniger als früher, kann ich aber gar nicht hierzu sagen, weil ich da nicht so genau drauf geachtet habe. Meine Frau meinte das. Ich meine, er hätte früher täglich Videos gebracht oder alle 2 Tage. Und jetzt vielleicht manchmal nur noch 1 pro Woche. Ich kann es gar nicht mal so sagen. Und ja, wie gesagt, das ist ja jetzt schon 8 Monate her, dass es wohl da irgendeine Veränderung gab, worüber aber er nicht ein Sterbenswort verloren hat. Aber ich sag mal so, man muss jetzt dazu sagen, meine Frau und ich, wir sind ganz gute Beobachter und achten auch auf Kleinigkeiten und Feinheiten und so. Und ja, man war jetzt so ein bisschen neugierig, warum, wieso, weshalb. Naja, ich meine, Gründe kann es ganz viele verschiedene geben. Es kann jemand keinen Bock mehr haben, es kann sein, dass jemand krank wird und deswegen das mit den Videos einstellt, eben alles Mögliche. Aber meine Vermutung ging in Richtung Trennung, aber das war jetzt nur so eine Vermutung. Es gab dann auch mal, ich glaube, es gab auch früher schon mal ein Video, wo auch ein Kind dabei war mit auf dem LKW, aber ganz, 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 ganz selten. Und naja, irgendwie war da jetzt dann mal wieder eins. Also ich sag mal so, ich habe einfach gemeint, ich glaube, da hat es eine Trennung gegeben. Und ja. Und gestern gab es so ein bisschen eine Bestätigung, und zwar insofern, ich selber ja nicht, auch meine Frau, die schaut ja Instagram, ja, ich würde sagen, vielleicht sogar mehr als YouTube. Und den einen oder anderen, den wir uns auf YouTube anschauen, der postet ja auch Dinge bei Instagram. Und da gab es dann ein Foto, wo derjenige zeigt, was er sich da gerade zu essen kocht, und eben ein Foto von seinem Essen auf dem Herd. Und das war eben so ein älterer Plattenherd. Und da sagt meine Frau gestern zu mir, hör mal, ich glaube, ich bin mir jetzt recht sicher, die sind getrennt, weil sie hat doch ein Ceranfeld. Da muss ich natürlich schmunzeln, aber es stimmt wirklich, man hat ja des Öfteren Einblick gehabt in die Küche durch diese privaten Videos. Und ja,
Und ich sag mal so, es wird wohl kaum einer hingehen und seinen Ceran-Herd wegwerfen und sich da einen Plattenherd hinsetzen. Möchte ich mal bezweifeln. Nein, es war noch mal eine zusätzliche Bestätigung. Ich meine, gut, letztendlich hat sich eigentlich, gab es eine weitere Bestätigung für unseren, in Anführungsstrichen, Verdacht. Es ist natürlich absolut seine Angelegenheit, auch wenn er eben nicht darüber sprechen will. Ist natürlich ein bisschen schwierig so. Ich habe selber mal überlegt, gibt da nichts dergleichen, aber ich habe selber mal so überlegt, wie würde ich vielleicht damit umgehen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sagen halt, nein, es hat da die und die Veränderung gegeben, damit einfach es kein großartiges Rätselraten gibt, na, und die Sache dann einfach klar ist. Und ja, aber wenn derjenige eben sagt, nee, möchte ich nicht ansprechen, möchte ich nicht drüber reden, dann ist das natürlich absolut gebongt, aber wie gesagt, wir sind uns da relativ sicher. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das jetzt was mit dem Beruf, dem Job zu tun hatte oder hat. Also denke ich mal in diesem Fall nicht, weil er den Job schon, ja, unheimlich lange ausübt, also schon viele, viele Jahre. Deswegen glaube ich nicht, dass es also am Job gelegen hat. Der allerdings schon durchaus bei einigen Beziehungen dazu geführt hat, zu einer Trennung. Also LKW-Fahrer-Ehen ja, sind da schon einer hohen Belastung ausgesetzt. Oder LKW-Fahrer-Beziehungen, sag ich mal. Je nachdem, was man jetzt auch macht. Und ja, und wie man dann alles so handelt. Ich meine, wenn man die ganze Woche über weg ist und dann am Wochenende auch noch Dinge unternimmt, ohne Frau und Familie, das kann schon halt dazu führen, dass es zu Spannungen kommt. Bei mir ist es ja so, das ist ja mit einem Grund eben, weil es einfach positiv für die Beziehung ist, lege ich Wert darauf, täglich zu Hause zu sein. Und ich überlege mir immer ganz genau, ob ich am Wochenende irgendwie eine Unternehmung mache, ohne meine Frau halt. Denn das ist eigentlich so die Hauptzeit, die wir miteinander verbringen können. Und ich sag mal, es kommt schon mal einmal im Jahr vor, dass ich einen alten Bekannten bzw. Freund besuche. Ich habe schon mal von dem erzählt, ist ja so ein Controller da im Gildemeister-Konzern, wohnt in Bielefeld und wir kennen uns ja seit der Bundeswehrzeit, also jetzt schon 40 Jahre sind wir miteinander befreundet. Aber ich habe mir dann oft auch ein Wochenende ausgepickt, wo so Brückentag dabei war oder irgendwie ein Feiertag, also dass im Grunde ich von dem kurzen Wochenende, was ja nur aus Samstag und Sonntag besteht, nicht einen kompletten Tag weg bin, sondern ich habe dann immer zugesehen, dass es ein bisschen längeres Wochenende ist. Wo das in Anführungsstrichen dann besser zu verkraften war, wenn ich dann mal einen Tag weg war. Außerdem bin ich immer früh morgens zu dem Freundin gefahren und zugesehen, dass ich eigentlich abends zu der Zeit, wo wir dann gemeinsam auf der Couch zu sitzen pflegen, wieder zu Hause bin. Hab dann sogar Einladungen, hier komm, ich grill noch und so weiter, auch schon ausgeschlagen, ja. Weil mir das eben in dem Moment, ich meine, ich esse gerne mal ein Stück Grillfleisch, vor allen Dingen, wenn andere es grillen. Ich bin ja nicht so der Grillmeister. Aber in dem Fall habe ich dann gesagt, nö, vielen Dank für die Einladung, aber mir ist es doch wichtiger jetzt, knackig nach Hause zu fahren. Oh, zieh jetzt nicht raus, komm jetzt nicht raus. Oder gib viel Gas. Ah ja, er hat Gas gegeben. Guter Mann.
Ja, es ist ein bisschen schade, weil ihn finden wir beide super sympathisch. Gut, bei ihr haben wir beide immer so gesagt, oh, ich glaube oder wir glauben, die hat Haare auf den Zähnen. Ja, der ein oder andere oder viele von euch werden diesen Ausdruck kennen halt. Ja, man weiß es nicht. Ich meine, letztendlich, wir haben so Dinge auch schon im Freundeskreis gehabt. Also ich habe einen Freund in Nordrhein-Westfalen, der war über 20 Jahre mit seiner Frau zusammen. Also vom Teenager-Alter an. Dann irgendwann auch geheiratet, ich war auch auf deren Hochzeit und so weiter und so fort. Und nach über 20, vielleicht waren es sogar 25 Jahre, kam es dann, Haus gekauft, zusammen, wie gesagt, ein Kind und so. Und dann kam es auch nach über 25 Jahren zur Trennung. Allerdings kamen dann auch Sachen zutage, die man so, ja, außenstehend würde uns jetzt nicht als Außenstehende bezeichnen, aber selbst Freunden, denen ist das nicht so aufgefallen, dass da doch Dinge nicht gestimmt haben halt, so dass dann, ja, irgendwann er gesagt hat, weil es war so, dass das Haus war primär mit einem Erbe von ihr gekauft. Und er hat dann irgendwann gesagt, scheiß aufs Haus, scheiß auf alles. Ich muss raus aus diesem Ding. Ich bin unglücklich halt. Und ich meine, ich kann ja, oder meine Frau und ich können jetzt nicht sagen, dass wir mit seiner, auch Schlittenhundmann, dass wir mit seiner neuen Lebensgefährtin jetzt wärmer sind als mit der alten. Also ich sag mal so, bei der alten, man kannte sie eben über viele, viele Jahre, man kannte die Macken, man wusste, wo sie empfindlich ist oder wo man bei ihr dran ist, und bei der neuen jetzt okay. Aber es geht ja auch gar nicht darum, wie unser Eins da so klarkommt. Er, da stellen wir fest, weil die jetzt auch schon wieder Jahre zusammen sind, hat für sich den richtigen Schritt gemacht. Na, nach dem Spruch, lieber ein Ende mit Schmerzen als Schmerzen ohne Ende. Und ich habe das ja auch schon mal erzählt. Ich habe ja auch schon eine gute Anzahl Beziehungen hinter mir. Aber jetzt sind wir ja schon 19 Jahre zusammen und seit 2 Jahren verheiratet. Und es läuft eigentlich nach wie vor. Sicherlich gibt es immer mal wieder auch Diskussionen und so. Und man reibt sich auch schon mal, aber es ist ja auch normal. Aber der Mainstream, der stimmt, und das ist wichtig. Und wenn wir jetzt mal eine Meinungsverschiedenheit haben oder einen kleinen Zoff haben, dann geht aber auch keiner hin und rüttelt an der Beziehung, wie ich immer sozusagen pflege. Also da habe ich schon mal eine andere Beziehung gehabt, die, bin ich ganz ehrlich, die leidenschaftlicher war, aber ja, eben mit der Betonung auf dem Wort leiden. Und da war es immer so, wenn es da zu Unstimmigkeiten kam, dann war diejenige also immer, ja, irgendwie ein bisschen zerstörerisch veranlagt und hat immer an den, ich spreche immer von den Säulen der Beziehung, hat immer daran dann gerüttelt, und das geht für mich gar nicht. Das ist, ich meine, ein Streit ist okay, aber heute haben wir wieder
Ich weiß nicht, das war, glaube ich, letzte Woche Freitag auch, wo wir die Suppe hatten. Ne? Das ist ja ein Elendswetter. Na, wie gesagt, Streit ist das eine, aber sofort dann damit zu drohen, die Flinte ins Korn zu werfen, das ist natürlich eine andere Geschichte. Ja, im Grunde ist das so die zweite, also es geht ja darum, bei den Leuten, die wir uns so anschauen, die zweite Beziehung auf, was ist denn hier los, von YouTube-Leuten, die irgendwie auseinandergehen. Was ist das denn, ey? Wie fährt er denn da vorne? Das ist ja katastrophal. Ja klar, ohne Blinker schnäbelt er mir wieder über die Ecke. Ja Leute, ich muss mich mal hier ein bisschen freischwimmen. Ich weiß nicht, was der Kollege hier macht. So, so geht's doch. Ah, die Sicht geht ja auch noch. Das ist alles im grünen Bereich. Ich meine, ich habe mal von jemandem einen Kommentar bekommen, der hat gesagt, er hätte oder er würde Fernverkehr fahren und er hätte schon, wäre schon 30 Jahre verheiratet und alles tipptopp. Okay, es gibt Beziehungen, die kriegen das hin, da passt das halt. Na? Und ich meine, ich habe gestern noch zu meiner Frau gesagt, ich bin eigentlich froh, dass wir erstmal, ja gut, jetzt muss ich überlegen, 3 Jahre hatte ich ja schon weg, also so 12, 13 Jahre habe ich ja im Maschinenbau gearbeitet zu diesen sehr guten Bedingungen mit der relativ kurzen Arbeitszeit und so. Also wir haben viel Zeit miteinander gehabt in den ersten 12, 13 Jahren, kann man sagen. Und ich hatte ja auch ihren Rückhalt und sie hat es ja auch voll verstanden, als ich gesagt habe, das geht nicht mehr, ich kann da nicht mehr weiterarbeiten. Das bereitet mir Magenkrämpfe, ich muss da raus, ich muss wechseln. Und naheliegend ist es halt, in die Lkw-Fahrerei zu wechseln. Und da hat sie auch absolutes Verständnis gehabt. Im Gegenteil, sie hat sogar, wenn ich noch mal die Idee hatte, ich könnte ja irgendwo auch in eine Firma gehen, ja, wo man dann im Team arbeitet oder arbeiten muss, da hat sie schon immer gesagt, nee, ich glaube, es ist besser, du machst irgendwas, wo du deine Arbeit für dich hast, die du abregelst. Klar, Kollegen und mal mit Kollegen zusammen, alles schön und gut, aber primär, meinte sie, wäre das für mich schon von der Arbeit als solches das Richtige, wenn ich jetzt da auf den LKW gehen würde. Gut, mit den Arbeitszeiten, ich hatte ihr das ja von vornherein gesagt, wie das so läuft und so, und sie war dann darauf eingestellt. Und es ging ja auch darum, ich habe ja dann schon bei den Büchern zugesehen, dass ich eben auf die Nachtschicht gehe, also in der Mitte der Nacht anfange, um dann mittags irgendwie zu Hause zu sein, damit wir eben gemeinsame Zeit haben. Also ich habe mir das alles schon richtig gut überlegt, habe gesagt, pass mal auf, okay, ich muss dann früh ins Bett, aber das ist eigentlich die Zeit, die wir oft eben in der Woche vorm Fernseher gesessen haben, in der schlafe ich, du bist hier unten und sitzt vorm Fernseher, aber wenn jetzt was wäre, ich bin oben, ich bin da, ich bin ansprechbar, natürlich nur im Notfall, denn sie weiß, wie wichtig der Schlaf für mich ist, damit ich meine Tour sauber abgezogen kriege. Ich sag mal, ich komme mittags rein, ich kann noch mal irgendwie eine kleine Reparatur machen, einen Termin erledigen oder auch, was nicht unwichtig ist, mal einen Arzttermin eben wahrnehmen.
Man muss sich schon fragen, wann Leute, die also immer die ganze Woche über draußen sind, wann die eben sowas machen halt. Ne? Und mit zunehmendem Alter wird es ja immer wichtiger, hier Vorsorge, Untersuchungen und all so ein Gedöns. Ja, das ist ja auch wichtig halt. Und es geht ja auch darum, dass ja die Frau, die soll sich ja nicht alleingelassen fühlen, ja. Hier, wenn jetzt irgendwas wäre, ein Problem, okay, ich habe ihr zwar mal gesagt, wenn jetzt irgendwie, nehmen wir mal an, ein Hund hätte einen Unfall. Ich habe ihr eigentlich eingeschärft, mich dann nicht anzurufen, weil ich gesagt habe, das bringt nichts, wenn du mich anrufst. Denn wenn du mich anrufst, dann ja, bringst du mich nur in Aufruhr und das ist natürlich schlecht für meine Konzentration und für die Fahrerei. Ich sag, es reicht ja, wenn ich es dann erfahre, wenn ich reinkomme. Aber sie hätte immerhin dieses Wissen, dass ich ja dann reinkomme und sie dann unterstützen kann, ja. Ah, es macht auch Spaß, mal wenig drauf zu haben und mal richtig flott die Berge rauf zu gehen. Aber gleich wird wieder Überholverbot sein. Aber den nehmen wir. Ach komm. Den nehmen wir auch noch mit. Reifeisen. Aus Friedberg. Ach, dann hatte jemand den Vorschlag gemacht, ich könnte doch so 5 Videos in einer Woche machen. Also 5 Teile, die haargenau aneinander passen. Also eben, was weiß ich, montags von A nach B, eben auf dem Parkplatz dort dann Schicht machen, Schnitt machen. Am nächsten Tag, am Dienstag, dann eben zu diesem Parkplatz, eben Punkt B fahren, von da aus dann nächstes Video. Ja, da gibt es aber das Problem, dass gerade die kleineren Parkplätze, die ich ja dann ansteuern müsste, um so eine Fünferteilung vorzunehmen, dass die manchmal so voll sind, dass ich die gar nicht anfahren kann. Ich habe das ja schon gehabt, dass ich die Kamera klar machen wollte und dann den Parkplatz, den ich mir jetzt so ausgedacht habe, gar nicht ansteuern konnte oder bin drauf gefahren, musste feststellen, ist voll und musste dann den nächsten nehmen, ja. Und auch wenn ich dann gesehen habe, dass sich dadurch natürlich mein Video verkürzt, aber so ist es halt. Oh, wow, 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 jetzt wird es aber hier immer üppiger mit dem Nebel. Aber es gab doch jemanden, der fand das geil, die Nebelfahrt. Ja, bei mir hält sich jetzt die Euphorie darüber in Grenzen. Aber solange, das sind jetzt hier 100, ach, was sind mehr, 100, ach, ich kann bestimmt 200 Meter weit sehen, das ist doch noch cool. Aber es ist schon ein ordentliches Süppchen. Hauptsache, es verkrüppt sich keiner vor uns. Na. Ja, wir haben jetzt noch 52 Kilometer, also 32, also nein, ungefähr 30 hier auf der Bahn, 20 über Landstraße. Ja, passt. Ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ich habe ja da
Ja, was heißt jetzt meiner Frau viel zu verdanken? Ich meine, wir sind halt eine Gemeinschaft. Wir geben uns ja gegenseitig was. Aber es ist, ich bin da ganz ehrlich, ohne meine Frau und damit meine ich natürlich nicht irgendeine, sondern eben diese Frau, mit der ich eben verheiratet bin, ohne sie hätte ich nicht dieses Leben, wie ich es jetzt führe, halt. Ne? Also ohne meine Frau hätte ich keine 5 Hunde gehabt. Ich hätte keine 4 Hunde. Gut, 2 Hunde hatte ich, als wir uns kennenlernten, aber da weiß man nicht, wie sich das entwickelt hätte, wenn ich nicht sie kennengelernt hätte. Ich hätte wahrscheinlich kein Haus, na, weil das auch ein gemeinsames Ding von uns ist. Aber er eiert hier ja aber höllisch rum. Deswegen wollen wir mal, was macht er denn da? Aber ich sehe schon, wie er sich rüberbeugt. Ja, voll das Brett in der Hand, ey. Voll das Brett in der Hand. Ja, und da komme ich natürlich gleich zum nächsten Punkt. Da hatte nämlich jemand geschrieben, dass ich mich darüber aufregen würde, wenn Leute hier da Nachrichten schreiben oder so. Ich würde ja schließlich auch auf meinem Navi rumtippen. Also da kann ich nur sagen, Leute, ihr seid reichlich mitgefahren schon. Und klar, ich tippe schon mal auf das Navi. Aber es ist ein Antippen auf dem Feld da und ein kurzes Hinschauen und vielleicht mal eben die Info lesen. Also wenn ich jetzt eine neue Adresse eingeben müsste, ja, das würde ich nicht während der Fahrt tun. Da würde ich, ja, im ungünstigsten Fall würde ich dann lieber hier rechts auf dem Randstreifen fahren und auf Panne markieren, ja, und dann die Sache da eingeben. Also dazu kommt, dass, ich habe das auch so im Kommentar dann beantwortet, das da ist kein Social Media, ja, das ist ein Werkzeug hier für meine Arbeit. Und naja, das muss eben auch, es wird mit Sicherheit in der Zukunft so sein, dass ich vielleicht das über Sprachbefehle machen kann. Kann man ja heute schon, obwohl ich bin da ehrlich, ich habe, obwohl ich glaube, das Smartphone ist sprachbefehlsfähig und so. Und trotzdem habe ich das nicht eingerichtet, weil ich brauche das nicht. Nein, aber da muss man einfach mal unterscheiden. Das kann man doch nicht in einen Topf werfen, wenn er gerade, wie ich ihn da gesehen habe, hier so das Ding in der Hand hält. Vor allen Dingen, er muss es in einer Hand halten und tippt dann so da drauf rum. Ja, das ist doch nicht vergleichbar mit einem kurzen Antippen da auf dem Navi, um halt die Alternativroute, die er mir vorschlägt, also die Else mir vorschlägt, dann zu aktivieren. Oder ja, er sagt da irgendwie Stau und ich will halt sehen, wie lang ist der, wie viel Kilometer oder irgendwas. Vor allen Dingen, was mich auch davon abhält, so da drauf abzufahren hier mit der Nachrichtenschreiberei, das ist ganz einfach die Sache,
da könnte man ja mal das, oder könnte jeder von euch im Grunde mal das Experiment machen. Ich sag mal, 10 Sätze auf ein Stück Papier schreiben, dann hingehen, diese 10 Sätze eintippen, ja, ins Smartphone, um sie eben zu versenden. Die Zeit, die man dafür benötigt, stoppen und dann mal quasi anwählen und die 10 Sätze sprechen und diese Zeit auch stoppen. Und das müsst ihr mal miteinander vergleichen. Ihr glaubt gar nicht, oh, der wäre fast in mich reingeballert, glaube ich. Der, 1 Minute 30. Das ist kein gutes Zeichen. Jetzt geht's wieder. Kompletter Stillstand. Ihr glaubt gar nicht, wie viel man in 1 Minute erzählen kann. Also wie viele Sätze man da raushauen kann. Da kommt das Geschreibsel im Leben nicht mit. Ja, das ist ja auch wieder so einer. Er hier. Er muss jetzt mit seinen Dingen dadurch. Zwei Minuten, na? Ist heute richtig schäbig. So, jetzt gehe ich mal 2 Minuten. Das ist aber irgendwo am Ende. Naja, okay, kein Problem. Also er hält ja auch, ich habe ja Abstandstempomat drin, und da hält er das Fahrzeug ja auch, selbst wie hier in der Hanglage. Allerdings nach einer Weile kommt dann eigentlich die Meldung, Feststellbremse einlegen. Und ich mache es dann halt direkt. Hier so viel los ist oder was? Ah ne, da ist was. Naja. Irgendwas mit der Baustelle. Das mit diesem Regenwetter passt mir überhaupt nicht. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen, also gut, morgen wollen wir halt die restlichen 4 Hasen abarbeiten, also 4 Kaninchen. Aber ich hatte eigentlich vor, da diese Angelegenheit, wo meine Frau da so heftig gestürzt ist, mal noch, ich habe ja schon eine Verbesserung gemacht mit einem Rost, dass sie nicht mehr ausrutschen kann, aber ich wollte dieses ganze Konstrukt da, was jetzt 12 Jahre seinen Dienst erwiesen hat, mal ein bisschen überarbeiten. Aber ich bin ganz ehrlich, bei so einem Mistwetter habe ich da nicht unbedingt die Lust zu. Gut, meine Frau möchte auch immer, dass ich mal, wir haben mehrere externe Festplatten, dass ich die mal aufräume und durchschaue, weil die teilweise ja sehr voll sind. Und manchmal gibt es da auch Doppler. Mit seinem Renault Master. Echt, ey.
guckt euch mal an, ey. Da ist doch... Ja klar, komm noch ein bisschen nach rechts hier, du. Mann, wie ich es hasse. Na, vielleicht haben sie ja noch eine zusätzliche Baustelle aufgemacht, zusätzlich zu diesem Ding hier. Vielleicht geht es irgendwie von 2 auf 1 oder so, das wäre eine Erklärung. Vor allen Dingen gibt es dann immer wieder Leute, guckt euch das an hier, wie der den Rechten, na, die irgendwie Schiss haben, dass sie sich an der Bande hier, ich nenne das mal Bande hier vorne, dass sie sich da ihr Auto beschädigen oder was. Und dann fahren sie sehr rechtslastig. Was? Ah ja, das ist Polizei, vielleicht kleiner Auffahrunfall oder was. Keine Ahnung. Oder technische Probleme halt. Kann auch sein. Das ist natürlich übel, wenn es einen in der Baustelle erwischt. Aber es läuft schon wieder. War nur ein kleiner Verzug. Naja, immerhin 4 Minuten jetzt Verschiebung. Jetzt statt 12:25, 12:29 auf dem Navi. Aber kein Thema. Ja, wie gesagt, ich hatte da auf dem Plan, aber das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts werden. Ach ja. Genau. Ja, es gibt ja auch noch, also nicht zu Hause, sondern gibt eine ziemlich, man kann schon sagen, es ist eigentlich eine hässliche Geschichte, unsere Tochter betreffend. Und zwar der eine oder andere wird sich erinnern können, dass ich, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, die ist ja in der Altenpflege tätig und war ja stationär in einem alten Pflegeheim tätig in Bad Hersfeld und ist dort weggegangen vor 6 Wochen, hat also gewechselt, weil, ja, verschiedene Gründe, weil, ich sag mal so, eben wegen der Missstände, die dort waren, das heißt immer eine unverantwortlich zu dünne Personaldecke, eigentlich schon gegen gesetzliche Richtlinien verstoßend. Dann morgens immer die Fahrerei nach Hersfeld runter, das Parkplatz suchen, eben ein paar, ist nicht so einfach, da halt im Stadtbereich, da einen Parkplatz zu finden und so weiter und so fort. Also es gab für sie genügend Gründe zu sagen, nee, ich möchte wechseln, und sie hatte sich ja beworben bei bei uns im Dorf ortsansässigen Firma, die sich mit mobiler Pflege, mit häuslicher Pflege eben beschäftigt. Das heißt, sie fährt jetzt immer zu den Leuten und versorgt die. Vorteil ist natürlich auch, dass da nicht so krasse Fälle sind wie im stationären Heim. Und ja, es sagt eben mehr zu, die Firma ist im Dorf, sie muss ihr eigenes Auto kaum noch benutzen oder viel weniger Kilometer. Sie kriegt ja da einen Firmenwagen gestellt und so. Und muss ja mal ein bisschen was machen. Und jetzt arbeitet sie ja seit 6 Wochen da, und es war klar,
dass sie eben auch erst nach 6 Wochen das erste Geld bekommt, weil die, das ist bei mir ja auch so gewesen. Ich habe ja im Maschinenbau immer zum ersten mein Geld bekommen und auch entsprechend die Abrechnung. Und im Speditionsgewerbe läuft es halt ein bisschen anders. Also hier in der Firma gibt es die Abrechnung immer am 10. und auch das Geld. Das hängt eben mit den Spesen zusammen, die ja nicht jeden Monat gleich sind und berechnet werden müssen. Und dafür braucht die Buchhaltung also Zeit. Das heißt, du musst bis zum 3. Werktag eines neuen Monats deinen Spesenzettel abgegeben haben. Und am 10. gibt es dann das Geld. Und als ich dann gewechselt bin, das war also auch schon in der vorherigen Firma, wo ich im Büchertransport war, der Fall. Und wir wussten das aber. Wir wussten, dass wir eben Dinge verändern müssen, anpassen müssen. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ja, da haben wir, glaube ich, noch Miete bezahlt. Aber es war jetzt nicht das Problem, da meine Frau ja noch ein eigenes Einkommen hat. Es war ja nur die Frage immer, von welchem Konto überweisen wir was. Aber man muss sich da schon drauf einstellen. So, und bei ihr ist jetzt Folgendes. Normalerweise hätte sie jetzt am 15., wir haben heute den 19., am 15. Geld bekommen müssen und eine Abrechnung, und es passierte nichts. Naja, nun kann sich das mal einen Tag verschieben, aber lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich jetzt gestern eindeutig herausgestellt, dass es da eine Schieflage gibt. Schieflage insofern, dass aufgrund nicht gezahlter Beträge seitens dieser Firma ein Insolvenzverfahren eingeleitet worden ist. Nun ist das so, der Arbeitnehmer hat da schon einen gewissen Schutz, also 3 Monats Löhne oder Monatsgehälter kannst du auch vom Arbeitsamt bekommen, wenn dein Arbeitgeber insolvent geht. Das war schon vor, ja, wie lange ist das jetzt her? Vor über 20 Jahren schon der Fall. Aber das geht nicht sofort. Du kommst nicht sofort an dieses Geld. Du musst einen Antrag stellen halt und so weiter und so fort. Ja, und das Verrückte bei ihr ist, um den Antrag zu stellen, brauchst du eine Abrechnung. Und sie hatte ja nicht mal eine Abrechnung. Allerdings habe ich ihr gestern klar gemacht, dass die Abrechnung und die Geldüberweisung zwar schon in einem Zusammenhang stehen, ja, es wird dir im Grunde in der Regel nur das Geld überwiesen, was auch auf deiner Abrechnung steht. Aber letztendlich sind es 2 Paar Schuhe. Ja, die Abrechnung wird von der Buchhaltung gemacht und von der wird dann auch wahrscheinlich das Geld überwiesen. Aber so ist das jetzt, sagen wir mal, würde ich sagen, ist das bei uns in der Firma. Wir haben ja eine eigene Buchhaltung. Diese Firma hat jetzt keine eigene Buchhaltung, leuchtet ein, so kleine Firmen, da lohnt sich das nicht, sich da einen bezahlten Buchhalter oder Ach, einen Moment, Leute. Ja, bitte. Ja. 788. Nee, warte mal. Das ist der 788. Ja, aber Hof, ganz normal abstellen, der geht heute noch hoch oder was, ne? Ja, ich habe ja dem Marco gesagt, ich meine, ist doch logisch, dass ich es flach ausstellen lasse. Ich kann mir doch nicht alles auf die Antriebsachse packen lassen. Aber ihr könnt es übereinander stellen, es sind 9 Gestelle. Also du kannst es halbieren fast. Ne?
Alles klar. Okay, ich bin in 30 Minuten da. Ne? Bis dann. Jo, tschüss. Ja, ich weiß, jetzt habe ich hier telefoniert. Oh, aber es ist ja, ne, zum 150.000. Mal, es ist eben dieser Scheiß, aber der wird ja mit dem neuen Auto aufhören. Ja, wenn da mal irgendwann eins kommt. Ja, wie gesagt, da denke ich mal, ist es so, die Buchhaltung macht die Abrechnung und die Chefin überweist dann das Geld. Aber man hat ihr jetzt die Konten gesperrt. Das ist immer so, wenn so Insolvenzverfahren eingeleitet werden und jetzt kann sie kein Geld überweisen. Das heißt, wenn, dann muss der Insolvenzverwalter das freigeben. Für unsere Tochter natürlich, jung, alleinerziehend, schon ein Problem, weil keine Reserven halt, kein Polster. Na, ich meine, jetzt warum, wieso, weshalb, gibt es verschiedene Gründe halt, aber sie hat kein Polster. Und sie ist natürlich jetzt da in einer sehr bescheidenen Lage. Es ist allerdings so, dass Unternehmen läuft eigentlich gut, hat eine gute Auftragslage, schreibt schwarze Zahlen, ist aber durch zwei Umstände in diese Schieflage geraten. Der eine Umstand ist, dass da wohl jemand massivsten Tankbetrug gemacht hat und dadurch einen höheren finanziellen Schaden produziert hat. Das kann natürlich kleinere Unternehmen schon mal in Schleudern bringen. Und der zweite Punkt ist, dass Leute, also Kunden, die Pflege in Anspruch nehmen, Geld von der Krankenkasse bekommen und damit im Grunde den Pflegedienst bezahlen müssten, das aber nicht tun. Wenn ich das alles so richtig verstanden habe, ich meine, es mag vielleicht auch andere Abrechnungssysteme geben, wo die Krankenkassen das direkt an die Pflegedienste überweisen. Aber es könnte auch sein, dass das bei der häuslichen Pflege nie der Fall ist, weil einfach, naja, man beantragt eine Pflegestufe, man bekommt das entsprechende Geld und von der Krankenkasse. Und kann dann als Kunde, Patient eben selber prüfen, welche Leistungen man bezahlt. Und es wird nicht automatisch überwiesen. Naja, auf jeden Fall ist sie da in einer echt bescheidenen Lage. Ist klar, was jetzt viele sagen werden. Natürlich hat sie uns im Rücken und wir werden sie auch nicht hängen lassen. Ganz klare Kiste. Aber es ist nun mal eine blöde Situation und ich weiß ja, dass jemand von euch oder ja, der auch hier im Speditionsgewerbe schon gearbeitet hat, viele Jahre davon berichtet hat, dass man ihm dem Lohn schuldig geblieben ist. Ich muss sagen, ich habe da richtig Glück gehabt. In den ganzen Jahren, Jahrzehnten, wo ich den Führerschein habe, gut, ihr wisst ja, viele Jahre bin ich ja nur nebenbei gefahren. Da ging es ja auch nie um so hohe Beträge oder um den existenziellen Monatslohn, sondern es ging immer um quasi zusätzliches Geld. Hat das Glück, dass ich das bisher noch nie erlebt habe oder erleben musste. So eine üble Geschichte. So, jetzt muss ich erstmal wieder zusehen, dass ich hier rauskomme. Richtig. Und? Ja, jetzt habe ich einfach mal Gas, beherzt Gas gegeben. Ach ja, so schlimm war das doch jetzt gar nicht. Ah, sorry, ja. Ey. Ja, müssen wir uns im Video zu Hause mal anschauen. Vielleicht habe ich da wirklich, war das jetzt unschön. Aber eigentlich kam der nicht so flott darauf mit seinem Hänger. Aber schauen wir mal.
Aber es gefällt ihm natürlich nicht, dass ich jetzt vor ihm herfahre. Weil er würde gerne 80 fahren, ich darf aber nur 60. Und mehr als 68 fahren wir nicht. Ja, war vielleicht scheiße von mir. Asche auf mein Haupt. Na gut, was er hier macht, ist ja auch nicht gerade die richtige Art und Weise. Aber okay, ist ein Problem. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte natürlich voll in den Anker steigen können. Aber irgendwo... Ja, ich muss ja sagen, er ist auch stärker abgesackt, als ich damit gerechnet hätte. Aber ich stehe dazu und werde es auch nicht rausschneiden, sondern ich werde es als Fauxpas von mir stehen lassen. Aber sehen dann eh nur die, die sich das Video bis zum Ende anschauen. Und ich weise auch nie in Titeln darauf hin, dass ich so Mist gebaut habe. In der Regel nicht. Klar, ich habe auch schon mal, ich weiß, dass ich einen Titel habe, da habe ich geschrieben, ich habe Scheiß gebaut. Zwei Dönekes, erst mit der Hand telefoniert und dann das, ey. Mann, Mann, Mann. Geht gar nicht. Ja, das war mir klar. Aber kein Problem. Ja. Ja, was mir natürlich auch eine kleine Freude bereitet, ist, dass der eine oder andere durchaus seinen Spaß hat an den kleinen Dönekes hier mit unserem Aki. Aber wo ich selber Spaß dran hab, halt mal ab und zu einen kleinen Gag einzubauen. Ich glaube, da haben sie ein Geländer zur Sicherheit an der Bushaltestelle gemacht. Als Schutz. Ja, das war der Punkt. Das konnte man jetzt da aus dem Telefongespräch nicht verstehen. Ich habe ja nur 9 Gestelle drauf. Und die sind einschichtig gestellt. Also es gehen ja auch immer 2 Gestelle übereinander. Und als ich heute Morgen, ich sollte das also melden von Gaggenau aus, wie viel ich drauf habe, weil die da irgendwie noch was beipacken wollen. Und da wurde schon... Ach ja, ja, jetzt will er mich bestrafen. Aber das kann er nicht, weil ich jetzt den Abstandstempomat rein und mir das scheißegal ist, dass du jetzt 54 fährst, fährst du eben 54. Ich habe euch ja die Geschichte, ist schon ewig her und bitte, keiner soll mich fragen, in welchem Video das war. Aber ich habe euch ja auch schon mal die Geschichte erzählt, wo ich als 18-jähriger frischer Führerscheininhaber mir die Vorfahrt genommen worden ist und ich dann gemeint habe, ich müsste demjenigen mal irgendwie Bescheid stoßen und die ganze Sache ist ja total in Anführungsstrichen eskaliert. Die hat ja dann letztendlich zum Kontakt mit der Polizei geführt und mir geht es nur darum, dass der Polizist
zu mir gesagt hätte, hey, hättest du das mit mir gemacht, hätte ich dir einen Klatsch gegeben. Er meint jetzt, er könnte mich damit ärgern oder was, aber kann er nicht. Ich scheiß da drauf. Da fahre ich eben 55. Das sitzen wir doch eiskalt aus, ey. Vor allen Dingen, da ich habe ja gerade, als ich gesehen habe, dass er mich überholt, habe ich einen Tempomaten kurz rausgenommen oder zurückgestellt, also um ihm also besseres Überholen noch zu ermöglichen. Und das ist natürlich ja, irgendwo total bescheuert jetzt, dass er dann hier so einen Streifen abzieht, wo ich ihn jetzt vorgelassen habe. Aber es juckt mich letztendlich nicht. Ja, wir fahren ja noch 60. Korrekte 60, ist doch gut. Ist doch okay. Ist doch okay. Ja, ihr seht, es gibt immer mal wieder auch so kleine Dönekes mitzuerleben hier bei mir. Mal natürlich keine Klamotten à la russischer Dashcam. Das wollen wir nicht. Ach ja, das wollen wir nicht, ist also ein kleiner Spruch vom Enkel Theo, da kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich im Mittwochsvideo hatte ich ja schon erzählt, dass ich am Dienstag, ja, da ging es der Tochter ja nicht gut und dann bat sie uns halt, den Kleinen von der Kita abzuholen. Als ich ihn abgeholt habe, da hat er ja dann zwei Bilder dabei gehabt, selbstgebastelte Bilder, so Sachen ausgeschnitten, aufgeklebt. Und da sagt er, eins für die Mama, eins für die Oma. Und dann sind wir ja reingegangen und da hat er das eine Ding meiner Frau gegeben und das andere hatte er bei mir in dem grünen Wagen, also in dem Zweitwagen liegen lassen, den ich immer nehme, um mit den Hunden rauszufahren. Und dann war es so, dann kam seine Mutter, um ihn abzuholen, aber ich war dann irgendwie eher fertig, um mit den Hunden rauszugehen und ja, lad die Hunde ein, mach den Wagen auf und sehe jetzt das Bild von ihm. Und habe mir dann so gedacht, naja, das Bild jetzt mitzunehmen ist blöd, dann ist er traurig, weil das Bild jetzt nicht da ist, was er seiner Mutter schenken möchte. Also nehme ich das Bild bei mir aus dem Wagen raus und schaue, ob die Tochter ihr Auto aufgelassen hat. Weil sie pflegt es also häufiger mal abzuschließen, obwohl das bei uns vor der Garage da nicht notwendig ist. Also da haben schon die Autos von uns über Nacht gestanden mit Schlüssel drin. Ich habe auch schon mal über Nacht das Garagentor aufgelassen, sperrangelweit, ja, von der Doppelgarage, und hat am nächsten Tag nicht eine Schraube gefehlt. Also wir wohnen da in einer recht coolen, guten Gegend mit wenig Kriminalität und so weiter. Also, naja, auf jeden Fall, ich nehme also dieses Bild und gehe jetzt zu ihrem Wagen, um zu schauen, ob sie ihn aufgelassen hat. Und sie hat ihn aufgelassen und nehme das Bild und lege es auf seinen Kindersitz. Und hau dann ab mit den Hunden raus. Und als ich dann wiederkomme, sagt meine Frau, oh, der Kleine, der hat ganz schrecklich geweint. Ich sag, wieso hat er denn geweint? Ja, wegen seinem Bild. Ich sag, ja, wieso? Ich hab's doch genommen und extra rübergelegt und so. Ja, nee, also, die sind zu dritt, also meine Frau, die Tochter und der Enkel sind zum Auto, machen die Tür auf, um den Kleinen in den Kindersitz zu setzen. Er sieht das Bild da liegen und sagt, das ist jetzt wirklich O-Ton. Also ich frage mich, wo der sowas herholt. Da sagt er, so habe ich mir meinen Tag nicht vorgestellt.
die haben im ersten und fängt an zu heulen. Und die beiden, die wussten jetzt gar nicht, warum, wieso, weshalb. Und ja, der Grund war, er wollte halt selber das Bild bei mir aus dem Auto holen und seiner Mutter überreichen. Ja, sorry, nein, das wusste ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, die Kids, die hauen da manchmal Sätze raus, da fällt dir nichts mehr zu ein. Jetzt krebst er da vorne vor dem PKW da so, ja, na, jetzt fährt er schneller. Jetzt fährt er schneller. Irgendwie ist ihm, dauert ihm das vielleicht zu lange. Ich glaube, er wollte mich noch ein bisschen ärgern, aber irgendwie. Wie war das im Judo? Gewinnen durch Nachgeben, ne? Die negative Energie oder die Kraft des Gegners sich zunutze machen. Nein, ich lasse das jetzt mal verpuffen. Vielleicht fährt er auch mit mir auf den Hof, wer weiß. Nein. Um mir die Leviten zu lesen. Das sollte er aber nicht tun. Das darf er nicht. Ich bestreite das ja auch nicht, dass ich da Lehm, Hanf und Farben, stand da. Lehm, Hanf und Farben. Boah, haben wir diesen alten Kabachel ja komplett neu eingedeckt, dieses alte Gutshaus. Davon gibt es ja auch einige hier und ich habe das ja schon mal erzählt, ein Kollege von mir, aber er ist nicht unbedingt super glücklich damit, ist ja auch Besitzer von so einem alten Gutshaus, weil die Familie mal eine Nummer war ganz früher, aber heute ist das für ihn auch ein ganz schöner Klotz am Bein, ne? Ich meine, gut, als es letztens haben wir so ein bisschen miteinander gesprochen, da ging es darum, die Pflanzen reinzuholen, halt die empfindlichen Pflanzen, die eben vor dem Haus stehen, über Winter halt reinzuholen, damit sie keinen Schaden nehmen. Und da hatte ich so gesagt, ja, ich hätte überlegt, dieses Jahr zum ersten Mal sie nicht mehr reinzuholen, weil die auch alle groß und schwer geworden sind, sondern halt mit so einem Sack abzudecken. Hätte er dann aber am Ende, weil ich, weil da kein Angebot auf die Säcke war, halt doch reingeholt und er meinte, ja, er müsste das noch machen, er müsste mal gucken, aber er hätte ja genügend Platz da bei sich im Haus, das kann man laut sagen. Ich weiß, er hat da 30 Zimmer oder so, ein Riesending. Vielleicht werde ich es auch irgendwann noch mal filmen, wenn ich ihn noch mal besuche. Ich hatte ja damals von ihm ein paar Ballen Stroh gekauft. Ich war ja froh, dass er mir ein paar Ballen verkauft hat und er meinte auch, ich sollte noch mal rumkommen, man könnte da hervorragend spazieren gehen oder so mit den Hunden und so. Und vielleicht frage ich ihn auch mal, ob ich die Kamera mal aufs Gebäude halten darf. Der Kollege ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, da habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass man... Ja, man darf das, weil das nur menschlich ist. Man darf ein Urteil, ein Vorurteil fällen. Aber man sollte offen und tolerant und bereit sein, um dieses auch wieder zu revidieren. Und er ist ein gutes Beispiel dafür gewesen, als ich ihn das erste Mal sah, weil er hat ein... Ich will das aber jetzt gar nicht näher beschreiben. So, er hat ja schon einen sehr, von den Klamotten her, sehr ausgefallenen Stil. Auf jeden Fall, und ich habe ihm auch schnell dadurch quasi so einen Spitznamen verpasst.
Hoppla, das war jetzt aber nicht schön. Aber jetzt im Nachhinein kann ich nur sagen, hat er sich ja als letztendlich super Kollege entpuppt, ja, über die Zeit. Ja, fast schon zu gutmütig, sage ich mal. Aber ich bin jemand, also ich weiß nicht, da habe ich irgendwie so eine innere Hemmung. Also wenn ich merke, dass Leute so richtig extrem gutmütig sind, das so richtig, also da habe ich eine Hemmung, sowas brutal auszunutzen. Im Gegenteil, da bin ich eigentlich immer sehr zurückhaltend, weil einem das eigentlich, also mir geht es dann so ein schlechtes Gefühl vermittelt. Nee, aber er, wie gesagt, hat sich also über die Zeit als echt ein super Kollege erwiesen. Und da der so noch im Nebenbei ein bisschen Landwirtschaft macht, so ein paar Schafe und halt nicht nur dieses Gutshaus hat, sondern ein riesiges Scheunengebäude und er hat auch noch Land, was er bearbeitet und so weiter. Gut, er hat einen Sohn, der ihm nebenbei hilft und... Nee, ich muss sagen, er hat sich im Nachhinein als echt super Kollege erwiesen, der also da auch meinen Respekt hat. Ich meine, das ändert nichts daran, dass er nach wie vor ziemlich freakig rüberkommt und dadurch Außenstehende natürlich immer erstmal einen völlig, völlig falschen Eindruck bekommen. Aber ich bin dann jemand, ich lasse mich dann trotzdem auf so Leute ein und frage auch mal ein bisschen nach und höre mal genau hin und so. Und dann, oh sorry, erfährt man ein bisschen Background und sieht die Leute plötzlich in einem ganz anderen Licht. Ja, und heute werden wir wieder an den leckeren Fischbrötchen vorbeifahren, weil unsere... Ja, 400 Meter weiter, ich weiß, weil wir unsere Essensplanung schon stehen haben. Ach, da war wieder Sperrmüll. Und hier ist es ja so, hier, ich glaube, dreimal im Jahr hat man die Möglichkeit, hier Sperrmüll anzumelden. Und dann meldet man den an und dann kommen die halt. Und in Nordrhein-Westfalen war das so, da gab es immer Sperrmülltermine für ganze Viertel oder Straßenzüge so. Und damals gab es auch noch nicht, ja, wie soll ich sagen, heutzutage ist das so häufig angesprochen worden schon, dass es jedem bekannt sein müsste, man darf da nicht mehr dran gehen. In dem Moment, wo die Leute das rausstellen an die Straße, ist dieser Sperrmüll Eigentum des Entsorgers. Aber wenn ich jetzt von Sperrmüllzeiten in Nordrhein-Westfalen rede, dann rede ich von einer Zeit, das ist jetzt mal locker 35, 40 Jahre her. Und da war dann immer Sperrmüll über ganze Viertel. Und ja, und das weiß der eine oder andere von euch auch. Ich war ja mal eine Zeit lang sehr aktiv mit Flohmärkten. Und dann ist man da schon mal so drüber gegangen. Und ich sag euch, ich habe da schon den ein oder anderen interessanten Fund damals gemacht. Ich kann mich erinnern und ich glaube, ich habe das immer noch. Ich habe damals da ein Nachtschränkchen gefunden, was ich glaube ich heute noch besitze. Eiche mit so einer Platte drauf und so. Steht glaube ich heute immer noch neben meinem Bett. Und das Lustige war, in dem Schränkchen war dann nochmal eine Tischuhr. Also so eine sogenannte Tischuhr. Das ist eine Uhr mit einem Holzgehäuse, mechanisches Werk drin, so mit Schlüsselaufzug. Also heutzutage quasi schon ein bisschen Rarität, weil sowas ja nicht mehr gebaut und hergestellt wird. Und
Ja, das hat man dann natürlich eingesackt. Oder ich kann mich erinnern, ich habe selber Müll weggebracht. Und da das ja noch zu dieser Zeit war, wo man Schüler war und so, also das war wirklich Müll, was unser Eins weggebracht hat. Ja, aber das war dann so, das war immer unterschiedlich. Es gab also Müllabladestellen, da musstest du echt mit deinem PKW auf die Halde drauf fahren. Da hat man natürlich immer Schiss gehabt, dass man sich irgendeinen Dreck in den Reifen fährt und einen Plattfuß holt. Aber das wurde dann vielleicht auch aus Sicherheitsgründen und so weiter, also hat man das dann geändert und ist dann dazu übergegangen, so Container aufzustellen, wo dann die Privathaushalte eben ihren Müll reinwerfen konnten. Und dann haben eben Entsorgungsmitarbeiter diese Container auf die Halde gefahren und abgekippt. So, und da kann ich mich erinnern, dass wir da wirklich hingegangen sind und haben also Müll weggebracht. Und da schaue ich so in die Container rechts und links und da ist da in einem Container, kann man wirklich sagen, da haben welche irgendwie ein Kinderzimmer leer gemacht. Und das ganze Zeugs, jetzt muss ich doch mal gucken, aber ihr seid noch da, alles schick heute, wie man so schön sagt. Da war so ein ganzer Kinderkaufladen, ja. Und es war auch nicht dreckig oder kaputt oder so, das war da einfach reingeflackt. Ja, was haben wir gemacht? Zack, zack, das ganze Zeugs da rausgeholt und beim nächsten Flohmarkt für kleines Geld verscherbelt halt, ne. Und das zu einer Zeit, ich hätte was gesagt, da gab es den Begriff nachhaltig noch gar nicht. Zumindest war der nicht ständig in aller Munde, so wie das ja heutzutage der Fall ist. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jemand, ich werfe nicht so schnell weg. Ich kann gar nicht so wegwerfen. Ich sehe selbst im alten rostigen Nagel noch ein Teil, was man eventuell verwerten kann. Meine Schwester, die ist ganz anders gestrickt. Die, als wir uns letztens da mal, weiß gar nicht, irgendwie an der Autobahn getroffen haben, weil sie mir da was, die haben mir da so Lego gegeben von meiner Nichte für den kleinen Theo. Und da hat sie noch gesagt, dass sie alles weg. Klare Linie in der Bude, kein Gedöns mehr, kein Vierlefanz mehr. Wieso das jetzt blinkt, weiß ich aber auch nicht. Also alles ganz straight. Nun muss ich aber sagen, dass die natürlich die ganzen Jahre, Jahrzehnte immer in einer Wohnung gelebt haben. Allerdings sind sie jetzt hingegangen und haben von den Vermietern, wo sie die Wohnung gemietet hatten, mit denen sind sie quasi auch so mehr oder weniger so über die Zeit, ist sowas wie eine kleine Freundschaft entstanden. Und die haben jetzt ein, und diese Vermieter, die haben so eine Fabrik für die Herstellung von Betonrohren, also das sind Unternehmer, und die haben jetzt also noch so auch Häuser gebaut, diese Vermieten, und da haben jetzt meine Schwester und ihre Tochter, also das heißt meine Schwester mit ihrem Mann und die Tochter, alle drei zusammen haben da eben jetzt ein Haus gemietet. Das heißt, die wohnen jetzt auch in einem Haus, allerdings eben zur Miete. Aber ich denke mal, sie wird trotzdem weiterhin an dieser Sache mit dem festhalten. Ja, aber wir sind da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sage, bleibt gesund und macht schön gut. Am Montag sehen wir uns wieder.